Ja. Das Hallo zusammen, neu. Ich bin auch da. Und jetzt werden alle notified, oder was? Warte kurz. Ich habe es auch noch nie gesehen. Wir teilen diesen dann Abonnenten. Ich glaube, da unten zu. Kommen jetzt dann die Kommentare. Okay. Ah, es schaut uns jemand zu. Uns immer und zu. Unten kommen dann die Kommentare. Wenn jemand Fragen hat, bitte einfach schreiben. Okay. Das ist jetzt das Geplante. Willst du auch mal deine Nase hier reinhalten? Ja, warte. Hallo zusammen. Also, hier sind Philipp und Chiara. Ja, genau, Philipp und Chiara. Genau. Und wir sind jetzt gerade live, weil wir den Q&A, also Questions and Answers, drehen. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet, also einfach die ihr uns geschickt habt. Und wir würden mal damit starten. Und Philipp beantwortet die, Ulf kann leider nicht. Und ja, genau, ihr könnt wir gerne fragen. Mal, genau. Genau, und wir gucken einfach mal. Also für mich das jetzt hier auch total neu. Es ist echt lustig, weil ich bilde mir ein, dass ich schon das eine oder andere Mal live auch im Internet war und auch so mit dem Smartphone und dem Video auch schon mal was gemacht hätte. Aber es ist echt irre, dadurch, dass das jetzt das erste Mal live auf Instagram ist, ist das irgendwie was anderes. Das ist ganz eigenartig. Ja, ich weiß, was du meinst. Obwohl es einfach nur Smartphone, Kamera, Feed, es gucken Leute zu und so, es ist ganz einfach. Genau. Es ist irre, ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Gut, und dann fangen wir mit einfachen Fragen an, würde ich sagen. Ja, okay, fangen wir mit einfachen Fragen an. Also wir hatten ja gestern rumgetwittert und mal gefragt, ne? Genau. Und du hattest auch ein paar eingesammelt. Genau, danke auch an alle, die dann auf Instagram direkt doch noch Fragen geschrieben haben. Und jetzt fangen wir eben mal an mit einer generellen. Wie viel Zeit nimmt die Produktion einer Lage durchschnittlich im Anspruch? Also vor allem bezogen auf die, also von der ersten Recherche hin bis zum fertigen Okay, Podcast. Okay, also es ist so, dass wir, Ulf und ich, die ganze Woche über, sagen wir mal, lesen, bestimmt eine Stunde am Tag oder so. Das würden wir sonst auch machen, aber da lesen wir halt und dann schicken wir uns gegenseitig Links und Artikel in den Slack, also so eine Art Chat-Programm, was wir nutzen. Dann lese ich die Artikel, die Ulf reingeschrieben hat, er liest die, die ich reingeschrieben habe und so nähern wir uns immer quasi über die Woche so an, informieren uns. Dann treffen wir uns am Tag, an dem wir aufnehmen, reservieren wir uns immer so einen Slot von drei Stunden. So. Mhm. In den ersten anderthalb Stunden sitzen wir wie gestern bei der Lage live auch zusammen und sagen, okay, was haben wir, was ist wichtig, und packen das so in unser Google Doc. Womit fangen wir an? Okay, was war wichtig, was war nicht so wichtig, was lassen wir rausfallen? Mhm. Und so machen wir dann aus den Links, die wir gelesen haben, lesen nochmal ein bisschen nach, recherchieren nochmal ein bisschen nach, bauen wir dann so die Sendung anderthalb Stunden und dann nehmen wir anderthalb Stunden auf. Das ist das, was ihr dann hört. Und dann dauert das Veröffentlichen, das haben Chiara und ich hier gerade mal durchexerziert, dauert dann auch nochmal so eine Stunde, anderthalb, um die ganzen Links irgendwie rauszusuchen, in die Shownotes zu packen und das auf Plus zu veröffentlichen und so zu veröffentlichen und dieses Audiodateien zu mixen etc. Also das ist so das. Also nur die reine Produktion, 4,5 Stunden und Vorbereitung. So, also ich denke mal, so ein Tag in der Woche, so alles in allem, sind wir damit sicherlich beschäftigt. Okay. Also mehr Arbeit, als man eigentlich denkt, so ein bisschen. Das hängt davon ab, was man denkt, aber es ist schon ein bisschen, ja. Haben wir sonst noch schon Fragen? Habt ihr noch Fragen? Cheesy! Was heißt das? Frag mich nicht. Crazy. Ich weiß es auch nicht. Okay. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das dann in die Kommentare schreiben. Das sieht man dann hier auch und ich kann das dann auch beantworten. Und genau, ansonsten haben wir auch noch relativ viele Fragen zur Wahl. Mhm. Zum Beispiel, ausgehend von einer Jamaika-Koalition. Also, wenn Philipp und Ulf ein Vetorecht bei der Vergabe der Ministerposten hätten, welche potenziellen Minister würdet ihr gerne blockieren? Alexandra Dobrindt. Weil? Weil das ein Idiot ist. Also echt, also der hat irgendwie in dieser Zeit wirklich nichts auf die Kette gekriegt. Und in Sachen Digitalisierung, für die er verantwortlich war, hat er ein bisschen was aufs Gleis geschoben. Das ist aber alles total halbgar und hat sich da von der Telekom auch ziemlich bequatschen lassen. Und in Sachen Dieselskandal, finde ich, ist der sowas von rückgratlos und hörig der Autoindustrie gegenüber aufgetreten und hat überhaupt nicht im Sinn gehabt, dass es hier um Millionen von Menschen geht, von seinen Wählern, die von diesen scheiß Giften
vergiftet werden. Mhm. Ja. Die Asthma kriegen, die sterben, ja, die Städte sind vergiftet, weil diese Autoindustrie große Teile, große Unternehmen betrügen, einfach bescheißen. Ja. So, und da muss man mehr machen, deswegen. Und hast du auch irgendeine Person, die du gerne im Amt sehen würdest, wo du denken würdest, oh ja, da freue ich mich? Ach, keine Ahnung. Wenn Ulf den Justizminister machen würde. Das wäre was, ne? Das wäre in Ordnung. Ja. Da obwohl, vielleicht würde ich doch ein Veto einlegen, weil das dann hier mit der Lage schwierig wird. Okay. Aber so inhaltlich, glaube ich, war das schon wahrscheinlich ganz gut. Das sind dann die Ziele. Einmal das Interview mit Merkel und dann... Genau. Und auch wieder ausgehend von... Steht noch was? Da stimme ich voll und ganz zu. Ah ja, okay, gut. Das ist schon mal... dann auch wieder von der Jamaika-Koalition ausgehend. Welche Rechtsreform würdet ihr euch wünschen, die dann mit in das Profil von der Koalition passen? Das ist ja so ein bisschen Ulfs Metier, aber ich würde sagen, spontan hätte ich gerne, nicht Massenklagen, sondern hier, Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, ist das peinlich. Wie heißt der Ausdruck? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Aber das ist die Idee, dass zum Beispiel bei VW nicht einer klagen muss, weil sein Auto kaputt ist und nochmal klagen muss. Und der nächste hat genau denselben Fall, genau dasselbe Auto, genau dasselbe Problem, aber er muss wieder vor Gericht ziehen. Sondern dass es, nicht Massen, ich komme gerade nicht auf den Gott. Ihr wisst, was ihr meint. Jedenfalls, also dieses Klagerecht, das hätte ich gerne. Okay. Dass sozusagen ein Fall ist da, der ist bei 15.000, 20.000 Leuten mehr oder weniger identisch. Die können alle klagen und wenn einer gewinnt, gilt das für alle. Okay. Dann Sammelklagen, genau. Danke. Sammelklagen, danke. Das ist der Vorteil. Ja, super. Live. Gefällt mir gut. Dann Instagram-Fan. Waren da noch Fragen? Hast du dieses Kind so durchgescrollt? Ich kann ja hier. Wie schwer ist es für euch, in Diskussionen neutral zu bleiben? Naja. Also wir wollen ja nicht neutral bleiben. Wir haben ja unsere Meinung. So, ne? Es ist halt, ich finde, viel schwerer ist es eigentlich, obwohl wir glauben, eine gut gesicherte, abgesicherte Meinung zu haben, trotzdem noch das Ohr so offen zu halten und sich dann noch trotzdem noch offen zu sein für Kritik und für valide Kritik und da zu merken, wenn da was Wahres dran ist. Und wenn man vielleicht doch nochmal überlegen müsste, ob man von dieser Meinung, die man für völlig gesichert hält, vielleicht doch abrücken muss. Aber ich glaube, dass man sich da nicht verrennt. Das ist eher das. Was ihr in der Lage dann ja trotzdem macht, wenn von vielen Zuhörern dann irgendwie, weißt du, was ich meine? Wenn von vielen Zuhörern irgendwie kommt, hey, wie bei dem G20, dass ihr dann sagt, okay, vielleicht, wir verstehen, wie ihr es meint, gleichzeitig aber, dass man da ja dann auch vielleicht noch was annimmt und gleichzeitig sich auch. Habt ihr das Gefühl, dass die CSU bundespolitisch zu viel gemacht hat, obwohl sie nur in einem Land gibt? Ja, das ist natürlich so ein bisschen haarig, ne? Also die CSU, also wie soll man das sagen, die gibt es zwar einerseits nur in Bayern, aber man kann in Bayern halt auch nicht CDU wählen. Also wenn man jetzt bei der Bundestagswahl in Bayern saß, da stand eben auf dem Wahlzettel nicht CDU, sondern es stand nur CSU, weil die CDU in Bayern nicht antritt. So, deswegen gibt es sie zwar einerseits nur in Bayern, aber Leute, die in Bayern leben und die CDU eigentlich wählen wollen, weil die irgendwie bundespolitischer daherzukommen scheinen, die haben halt nur die CSU. Deswegen ist die CSU eigentlich ein bisschen mehr als nur eine Partei aus Bayern. So, weil Leute, die in Bayern CDU wählen wollen, können es nicht. Ja? Vor allem das Problem ist ja auch, dass Seehofer und Merkel sich bei der Flüchtlingskrise so ein bisschen verkracht haben. Und also ich habe in einem Artikel gelesen, dass man da auch sagen könnte, ja, dann wählen sie die CSU, wählen zwar Seehofer, aber Seehofer unterstützt ja gar nicht Merkel. Aber vielleicht wollen die Leute in Bayern Merkel wählen, weißt du? Und sie können aber nicht Merkel wählen. Ja, genau. Schneiden sie sich so, deswegen, die jetzt so als reine Regionalpartei abzustempeln, finde ich ein bisschen schwierig. Trotzdem finde ich viele Sachen, die sie jetzt durchgesetzt haben, wie diese Mütterrente oder auch die Pkw-Maut und solche Sachen, finde ich grotesken Quatsch in aller Regel. Und
war so ein bisschen Ego, war so ein bisschen Ego-Trip, so, und wir wollen auch was zu sagen haben und wir wollen auch was durchsetzen, also machen wir das. So, obwohl das wirklich auch diese Pkw-Maut plus minus null Spiel ist, wenn es hochkommt. Was gibt's noch? Nach der letzten Lage kam mir der Gedanke, dass die AfD im parlamentarischen Betrieb gut eingehegt ist, auch aus ihren Opferrollen genommen ist. Auch aus ihrer Opferrolle genommen ist. Sie müssen liefern und nicht nur Parolen. Was denkt ihr? Ja, das ist zumindest die Hoffnung, ne? Dass man sie inhaltlich knacken kann. Ne? Dass sozusagen man sagt, gut, wenn wir es schaffen, auf die Provokation nicht immer reinzufallen, nicht immer drauf aufzuspringen, wenn wir es schaffen, mit guten Argumenten, auch mit nochmal neu geschärften Argumenten in diese Diskussion mit der AfD zu gehen, wenn wir es schaffen, sie sozusagen argumentativ in die Ecke zu drängen, dass das irgendwie funktioniert, dass das die Leute überzeugen wird, wenn die AfD-Leute inhaltlich einfach nicht bestehen, entweder weil ihre Argumente nicht reichen oder weil sie zu wenig eigene Konzepte und Ideen haben. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil das Konzept ist ja jetzt schon nicht so doll und inhaltlich sind sie nicht so doll und trotzdem haben sie fast 6 Millionen Leute gewählt. Wie wir ja gesagt haben, in erster Linie aus Protest, um den anderen Parteien was entgegenzusetzen oder zu sagen, so geht das nicht. Das heißt, meine Hoffnung ist eher, wenn die anderen Parteien es schaffen, bessere Politik zu machen, das besser zu erklären, überzeugender daherzukommen, ohne sich selber zu verstellen und da jetzt so zu tun, als sei man AfD, dass das eher funktioniert und die Leute dann wieder sehen, okay, wir müssen nicht diese radikalen Nationalisten wählen, sondern die anderen Parteien haben auch okay Angebote und sind halt Demokraten. So, das ist eher so meine Hoffnung. Warte, hier nochmal eine Frage, weil die so nett alle geschrieben haben. Was dachtet ihr oder was dachtest du im ersten Moment bei den Hochrechnungen, als die SPD angekündigt hat, dass eine große Koalition für sie nicht mehr in Frage kommt? Spontan dachte ich, oh, überraschend, guter Move. Ich hätte jetzt gedacht, dass die da noch ewig rumeiern und ja, mal sehen und vielleicht und mal gucken und erstmal analysieren und so. Ja. Ich fand, das war der richtige Move für die Partei. Ich fand, das hatte Rückgrat. Ich fand, das war klar, nachvollziehbar. Und ich hoffe nur, dass sie dabei auch bleiben. Also wenn sie da jetzt nochmal zurückrudern, dann ist es doppelt schlecht. Aber so fand ich es eigentlich genau das Richtige. Okay, okay. Und nochmal kurz zurück zur CDU. Wird es jemals zu dieser Wahl kommen, dass die CDU in der Wahl in Bayern gewählt werden kann? Und was man da rechtlich ändern müsste. Das ist auch hier jetzt gerade nochmal eine Frage, die ich gelesen habe. Könnte sich die CDU von der CSU lösen, denkst du? Ja, die können sich. Also ich meine, das gab es ja auch schon mal, zumindest für eine kurze Zeit, wurde dann wieder rückgängig gemacht. Das ist halt so dieser Deal, hey, CSU, okay, sagt die CDU, wir treten nicht in Bayern an, liebe CSU, wir machen euch da keine Konkurrenz, wir lassen euch da alleine. Dafür tretet ihr nur in Bayern an und wir machen im Bundestag so gemeinsame Sache. So, das wird immer wieder mal angedroht, dass die CSU jetzt alleine geht und sich loslöst von der CDU. Ich denke, das wird nicht passieren. Und hier hat jetzt noch jemand geschrieben, dass auch die Gerichte das immer zurückweisen. Kannst du da nochmal was sagen? Das weiß ich nicht. Da fehlt uns Ulf, sorry. Ja. Okay, dann können wir hier, denke ich, nochmal eine Frage nehmen. AfD und Medien, weitere Nazi-Keule oder ernsthaft programmatische Auseinandersetzung? Ja, also das haben wir ja gestern gesagt. Ich halte es, es ist irgendwie einfach. Na klar, man kann sich hinstellen und sagen, AfD, alles Nazis. Ja, und dann irgendwie diese ganzen Zitate da rauskramen. Und es gibt ja auch ein paar echte und so. Die Frage ist nur, was bringt das? Inwiefern bringt uns das irgendwie weiter? Inwiefern bringt uns das diesem Ziel vielleicht näher, die AfD aus dem Bundestag wieder rauszuholen, die Leute, sagen wir mal, wieder ins demokratische Spektrum zurückzuholen, die jetzt AfD gewählt haben aus Protest? Wird es diese Leute wirklich zurückbringen, wenn man sagt, ihr habt Nazis gewählt und das sind alles Nazis? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und deswegen muss man differenzieren, man muss die Leute, die tatsächlich Neonazis sind und sich so äußern, wenn die sich so äußern, sagen, da muss man darauf hinweisen. Aber man darf sich halt auch nicht auf diese Provokationen einlassen und man muss sehen, dass man auf eine inhaltliche Auseinandersetzung, in eine inhaltliche Auseinandersetzung reinkommt, ohne sich zu verbiegen, ohne denen nach dem Mund zu reden. Man muss sich da treu bleiben, aber man darf sich halt auch nicht
auf diese ganze Streitereien einlassen, auf diesen Konfliktmodus, den die AfD etabliert, nämlich bam, du bist doof, das geht nicht, das Land geht unter, Angst, Panik, Untergang, und wenn wir jetzt nicht was machen, was krass ist, dann geht es nicht. Auf diesen Modus darf man sich gar nicht einlassen, sondern man muss es schaffen, eine inhaltliche, sachliche Diskussion hinzukriegen, ohne sich zu verbiegen, mit klarer Kante, aber ohne auf jede Provokation einzusteigen, aber gleichzeitig auch ohne, sagen wir mal, die krassesten Rassismen einfach so hinzunehmen. Das ist ein riesen Balanceakt und das ist echt schwer. Ja? Ja. Aber es gibt jetzt 4 Jahre Zeit, um das mal zu üben. Ja, müssen wir. Müssen wir. Willst du dich nochmal ganz kurz auf Bier anloggen? Okay. Und ich lese mal so lang kurz, welche Fragen es gibt. Twitter. Sollte eine Minderheitenregierung mehr diskutiert werden? Ja, das war ja letztlich gestern auch so ein bisschen Debatte in der Lage, war so eine Idee nach dem Motto, Merkel lässt sich irgendwie zur Bundeskanzlerin wählen und sucht sich dann quasi ihre Mehrheiten je nachdem, was gerade so ansteht. Einwanderungsgesetz will sie machen, na gut, mal gucken, wer da mitmacht. Grüne sicherlich, FDP dabei, CDU vielleicht nicht, aber SPD ist bestimmt auch mit dabei, also verabschieden wir das Einwanderungsgesetz. Ah, wir wollen irgendwie Glasfaserausbau für ganz Deutschland. Ja, das kostet 60 Milliarden oder 80. Okay, wer ist denn jetzt mit dabei? FDP-Grüne sicherlich, Teil der CDU nicht, Teil der FDP vielleicht auch nicht, weil es sauteuer und so. Aber wir suchen uns da die Mehrheit. Das ist eine Sauarbeit und ziemlich instabil, weil man halt nicht so richtig weiß, was davon wird denn jetzt klappen, was wird nicht klappen. Man kann schlecht planen. Also ich würde sagen, Minderheitenregierung ist keine gute Idee. Okay. Und jetzt auch noch mal ein bisschen zur Regierung. Was hältst du von der Forderung, die Kanzlerschaft auf 2 oder sogar vielleicht 6 Legislaturperioden zu beschränken? Naja, also Legislaturperiode oder heißt ausweiten. Jetzt ja 4 Jahre. Ja. Ne? Und ich fände es, glaube ich, gut, wie in Amerika zu sagen, ein Mann, eine Frau darf nur 2-mal hintereinander Bundeskanzler, Bundeskanzlerin werden. Damit mehr Abwechslung reinkommt. Ja, damit mehr Abwechslung reinkommt. Damit auch die Parteien angehalten sind, sich zu erneuern. Weil jetzt ist es so, es gibt in der CDU überhaupt niemanden so richtig, der Merkel nachfolgen könnte. Ja. Ja, weil es klar, die ist, macht einen okayen Job, alle sind so ganz zufrieden. Also macht sie noch eine. So, und jetzt wird langsam klar, also auf diese hatte sie eigentlich schon keinen richtigen Bock mehr, auf dieses 12. bis 16. Jahr. Und sie wird auf keinen Fall bis jetzt 20 Jahre regieren. Ja. Also die nächste dann auch nochmal. Deswegen fängt jetzt es langsam an, diese Diskussion, mit wem könnten wir es denn danach machen. Ja. Aber ich fände es eigentlich gut, zu sagen, hey, 2 Legislaturperioden ist genug. Ja, und hier steht, wie kann verhindert werden, dass eine regionale 6%-Partei mit den stärksten Verlusten die Republik in Haft nehmen kann? Naja, du kannst es nicht verhindern. Ja. Ja. Du kannst es nicht verhindern. Du hast, die CSU ist gemeint, ja, ja. Die halt in Bayern da ihre bundesweit ihre 6% da bekommen hat. In Bayern halt diese 38. Klar, wenn die jetzt sagen, wir machen überall nicht mit, aber das gilt auch für die anderen. Weißt du, wenn die FDP sagt, wir machen keine Regierung, oder die Grünen sagen, nö, wir machen keine Regierung, und die SPD dabei bleibt, dann gibt es keine Möglichkeit, eine Mehrheit in der Bundestag zu bilden ohne die AfD. Und das will nun wirklich keiner. Ja. Also kann jede dieser Parteien, die CSU, die Grünen, die FDP, sagen, hey, ohne uns gibt's das nicht. Und wenn die SPD dabei bleibt, dann gibt es halt Neuwahlen. Wollt ihr das? Ja. Insofern ist das natürlich ein Erpressungspotenzial. Aber mein Gott, das ist halt... Es ist ja auch irgendwie die Verantwortung, ja, der Parteien, da jetzt irgendwie was draus zu machen, weil so. Das ist ja zur Demokratie. Mhm. Und wie genau informiert ihr euch, also in welchen Medien und Sendungen zum Beispiel für die Lage einfach? Fernsehen ist es eigentlich eher wenig. Also das sind dann eher so, dass auf Twitter reingespült wird, da gab es eine gute Diskussion bei Hart aber fair oder bei sonst wem. Guckt euch das nochmal an oder so. Aber ansonsten ist es halt Twitter, Facebook und dann, also ich habe die Süddeutsche, den Spiegel und die New York Times abonniert und lese die eigentlich relativ regelmäßig. Ulf hat, glaube ich, auch die New York Times und die Süddeutsche abonniert.
Spiegel weiß ich gerade nicht genau. Und das ist so der Mix, ja. Und dann guckt man halt hier und da. Und per Twitter, wie gestern bei Mario Sixtus, kommen dann halt auch nochmal so Blog-Einträge rein oder bei so von Unabhängigen oder bei Facebook wird was reingespült, wo sich irgendjemand äußert. Matthias Riechel hat es jetzt beispielsweise gemacht auf Facebook, ehemaliger Kampagnenorganisator der SPD 2013, ist jetzt bei einer Werbeagentur Jung von Matt, die CDU-Kampagne organisiert hat. Er ist SPD-Mitglied und er hat halt nochmal die, sag mal, Kampagne der SPD für Martin Schulz analysiert und gesagt, warum das nicht funktioniert. Sowas haben wir dann irgendwie auch bei uns ins Slack gepackt und so. Das ist so, ja, das ist ja, so der Mix, aus so, dem okay. sich das zusammensetzt. Und findest du, dass das Wahlsystem bei den Erststimmen überarbeitet gehört, so nach dem Motto First Past the Post, funktioniert bei mehr als zwei Kandidaten schlecht? Ja, das ist diese... Ach so, okay, also bei den, ja, also das Prinzip ist, dass mit der Erststimme halt ein Direktkandidat gewählt wird, der in deinem Wahlkreis kandidiert und nur der oder diejenige mit den meisten Stimmen kommt halt ins Parlament und die anderen gehen halt leer aus. Die anderen Stimmen sind für einen Gulli. Also, weil ja. So, ne? Ehrlich gesagt finde ich das auch nicht angenehm, aber mir ist halt auch noch keine Alternative eingefallen. Also ich finde es auch schwierig, dass dann zum Teil drei Viertel der Stimmen oder zwei Drittel der Stimmen einfach so weg sind, weil das eine Drittel halt auf einen Kandidatin entfallen ist und der kommt im Bundestag oder die und der Rest ja, war halt ungültig oder so, ohne Wirkung. Finde ich schwierig, aber mir ist nichts Besseres bisher eingefallen. Ja, klar. Es hat alles seinen Sinn, auch wenn es... Ja, also es gibt schon noch Fragen. Ja, was ist denn? Hast du journalistische Projekte von der Community finanziert, die von der Community finanziert werden, wie euch bei Plus oder durch Spenden bei Aufwachen für ein Zukunftsmodell? Ah, okay. Also hältst du journalistische Projekte, die von einer Community finanziert werden, für ein Zukunftsmodell, um journalistische Arbeit zu finanzieren? Auf jeden Fall. Also bisher war das ja immer so, die traditionellen Medien waren so zwei Drittel werbefinanziert und dann haben sie quasi Hefte oder sowas verkauft. Das war dann so die Community-Finanzierung, wenn du so willst. Ja, ja. Werbung geht immer weiter zurück und deswegen fangen jetzt auch alle an, irgendwelche Clubs aufzumachen und Abosysteme und pipapo, weil sie halt mehr von ihrer Community brauchen. Ja. So, und das sehe ich hier ganz eindeutig auch so. Das Problem ist nur, dass ich von vielen Projekten weiß, die halt, sagen wir mal, sich über Community mehr oder weniger finanziert haben und dann aber sozusagen mal Werbung probiert haben und das dann aber in der Regel rauskam, dass wenn Werbung funktioniert, da um so viel mehr Geld reinkommt, dass das von Communities kaum zu finanzieren ist. Aber das hängt auch wirklich von Projekt zu Projekt, ist das unterschiedlich. Ja. Weil bei den einen funktioniert das mit Spenden, bei den anderen macht so eine Mischkalkulation mit Werbung und Spenden. Die Dritten haben dann noch Abos mit dabei und so. Und das ist ja aber auch das Schöne, dass dieses Ökosystem so dermaßen vielfältig ist, dass jedes Projekt sich rauspicken kann, wie es so sein Geld versucht einzusammeln. Ja. Ja? Sei es von vornherein, irgendwie mit einem Start Next oder so einer Crowdfunding-Vorfinanzierung für 200.000 und dann machen wir. Oder man sagt, wir fangen erstmal an und dann fangen wir mit Spenden und dann denken wir, ach, so ein bisschen attraktiv, so ein Abo, wo man dann noch ein bisschen mehr kriegt, wäre auch. Also lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, ich glaube, diese Community-Finanzierung ist ein riesen Standpfeiler und ein Standbein für journalistische Projekte. Aber es ist halt, sag mal, die Gewichtung und wie genau die Community da mitfinanziert, das ist halt offen, aber das ist auch schön, dass es da so viele Modelle gibt. Ja. So, du willst Schluss machen. Du meinst, es reicht jetzt, ne? Oder was? Nee, ich guck nur auf die Uhr, dein Sohn ist gleich zu Hause. Also, okay, eigentlich, ich könnte erst jetzt schalten. Habt ihr eigentlich was von Demokratie in Bewegung mitbekommen? Würde gerne mal eine. Nö, haben wir nicht. Schick mal eine Mail. philipp@küchenstut.io. Ja, mit irgendwelchen Links? Ja. Genau, links, dann gucken wir da mal rein. Ja, cool. Julia Glöckner als Nachfolgerin von Angie, gar nichts. Was hältst du von Julia Glöckner als Nachfolgerin von Angie? Gar nichts. Ich glaube, die Frau ist nicht in der Lage, irgendwie Europa zu retten, ganz ehrlich. Sollte vielleicht während der vierten Regierungsjahr jemand an den Job herangeführt werden, wie bei einem Praktikum? Naja, gut. Also Ursula von der Leyen steht ja da schon in Startlöchern und scharrt mit den Hufen. Mal sehen, wer da noch so rauskommt. Aber klar, du musst jetzt irgendjemanden musst da aufbauen, sonst wird es nichts. Hier, Single Transferable Vote ist eine gute Alternative zu Winner Takes It All.
Habe ich noch nie gehört. Danke für den Hinweis. Vielleicht mal einen Link an philipp@küchenstud.io. Wäre ich dankbar, lese ich mir gern durch. Europa in der Rede in der nächsten Lage. Sprecht ihr über Macrons Europarede in der nächsten Lage? Ich könnte mir vorstellen, ja, aber das bespreche ich halt immer mit Ulf. Deswegen müssen wir das mal abwarten. Kann die Größe des neuen Bundestags über 700 Abgeordnete zu einem Problem in der alltäglichen Regierungsarbeit werden? Ich finde schon, weil es halt fast ein bisschen ein unkontrollierbarer Apparat wird. Da wird es schwer, habe ich so den Eindruck, sich zu koordinieren. Es ist schwer, den Überblick für einzelne Abgeordnete zu behalten. Wer sitzt jetzt eigentlich an was und wer macht da jetzt eigentlich was? Und da so Kräfte zu organisieren, die dann auch wirklich die Regierung kontrollieren, habe ich den Eindruck, wird schwerer, weil es einfach viel, viel mehr Leute sind, die da involviert sind. Und es ist viel, viel schwerer, den Überblick zu behalten, welcher Flügel von welcher Fraktion, welche Gruppe arbeitet denn jetzt an was und so. Also das ich habe da kein gutes Gefühl. So einfach, ich habe das Gefühl, das Parlament als Kontrollinstanz der Regierung könnte sich da verheddern. Okay, ja. Ja, das war es jetzt erstmal hier. Cool, ich würde sagen, das war's. Ja? Ja. Super Idee. Clara? Also ihr könnt ja mal sagen. Genau, jetzt setze ich mal zu mir. Merci. Ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das jetzt fandet. Mhm. Und dann können wir mal gucken, ob wir sowas irgendwie öfter einbauen können oder so. Ja. Genau. Und so. Wir gucken mal, ob man das jetzt irgendwie speichern kann, da kennen wir uns noch nicht genau. So gut aus. Ich muss auch sagen, also ich finde es so als halt kleine Fragerunde zwischendrin. Ja. Also wir springen halt ein bisschen zwischen den Themen hin und her, aber wir nehmen halt einfach die Fragen, die gerade kommen. Ja. Genau. Cool, würde ich sagen, soweit erstmal und demnächst dann wieder an dieser Stelle. Danke übrigens für deine Arbeit. Gerne. Super, Clara macht hier den Instagram-Kanal. Sagt, wenn ihr irgendwas verbessern wollt. Sehr gut. Top. Gut, ja? Dann. Danke. Danke und wir hören uns. Ciao, bis dann. Schön über die Kamera, professionell. Ja, aber ist doch cool, das hat doch super funktioniert.